Was geht ab, meine Krypto-Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf YouTube. Wie ist die Lage beim Bitcoin? Was tut sich im Kryptosektor? Das werden wir uns ganz genau anschauen. Zunächst erstmal gehen wir erst wieder auf die Makrolage an, schauen uns da frische Daten an und dann gehen wir in den Kryptosektor und schauen mal, was macht der Bitcoin, was macht der Bitcoin-ETF und so weiter und so fort. Ich würde sagen, lasst uns Butter bei den Fische machen. Gehen wir rein. Zunächst erstmal, der Bitcoin schwankt hier um 66.000 US-Dollar. Tut sich im Moment nicht viel. Ja. Dementsprechend ist die Frage, okay, wie geht es jetzt in den nächsten Tagen und Wochen weiter? Auch Ethereum hier ist ein bisschen abgestürzt, die letzten 7 Tage knapp 8%. Und wir werden uns gleich die Lage dazu genau anschauen. Zunächst erstmal zur Makrolage. Und zwar, heute sind frische Daten aus China rausgekommen. Und zwar die Einkaufsmanager-Indizes für den Service-Sektor. Und was sehen wir da? China ist wieder auf Wachstumskurs. Alles über 50 deutet auf Wachstum hin. Und wir sehen es ja hier auch im Verlauf. Ja. Es geht wieder nach oben. Ja. Warum geht es nach oben? Weil der Liquiditätszyklus nach oben geht und auch die chinesische Regierung seit Anfang Januar immer stärker den Money Printer bedient. Ja. Und dementsprechend zeigt sie in die richtige Richtung. Und China ist ja mit den USA das Zugpferd in der Weltwirtschaft. Und von daher eine gute Nachricht, dass es hier in die richtige Richtung geht. Jetzt wirst du dich fragen, was interessiert mich das, ob China in die richtige Richtung geht? Ich will Infos über Bitcoin und den Kryptomarkt. Ja, wenn du hier schon länger auf dem Kanal bist, dann verstehst du die makroökonomischen Zusammenhänge und verstehst, welchen Einfluss sie auf den Bitcoin und die Altcoins haben und deswegen hier immer erst die Makrolage. Schauen wir weiter zur Türkei. Da sind heute Morgen frische Daten rausgekommen und zwar die Inflation ist weiter angestiegen und hier den Chart finde ich besonders gut, weil hier haben wir die Geldmenge M2, die Inflation und die Zinsen in einem Chart und da sieht man es sehr, sehr gut. Ja, die Geldmenge hier in grün wird ausgeweitet. Der Money Printer wird angeschmissen und zwar im Juni 2021. Und was passiert in der Folge? Die Inflation schießt komplett durch die Decke. Ja? Und jetzt könnte man sagen, naja gut, aber die Inflation geht ja wieder zurück. Übrigens war sie hier teilweise bei 80%. Und da sieht man, wie der Money Printer letztendlich die Inflationsschübe erzeugt. Die Notenbank erzeugt diese Inflationsschübe. Ja? Und die Zinsen, mit der sie ja gegensteuern könnte, aber warum macht sie das nicht? Naja, wenn sie diese Inflation über den Money Printer erzeugt, warum sollte sie dann gegensteuern? Sie scheint ja ein Interesse an dem Ausufern der Inflation zu haben. Also kippt sie noch mehr Öl ins Feuer, senkt die Zinsen weiter und die Inflation ufert aus. Und die Inflation geht nicht zurück. Nein, sie steigt nur nicht mehr so stark. Und jetzt steigt sie wieder deutlich stärker. Und zwar die Daten für den März sind gerade rausgekommen heute Morgen. 68,5%. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Und da muss man sich tatsächlich die Frage stellen, wer profitiert davon, wenn die Türkei letztendlich wirtschaftlich ruiniert wird? Ja? Viele schauen immer auf den Präsidenten oder in Deutschland auf den Kanzler oder in den USA auf den Präsidenten. Ja? Ich schaue immer, wer kontrolliert das Geld? Wer kontrolliert die Währung? Und dann kommen dann Kommentare, ja, aber Erdogan hat doch den Notenbankpräsidenten bestimmt. Da sage ich nur so viel. Vielleicht hat er ja nur den Pressesprecher der Notenbank bestimmt. So wie Christine Lagarde möglicherweise auch die Pressesprecherin der EZB ist. Und genauso Jerome Powell nur der Pressesprecher der FED ist. Und das ist eben der Punkt. Also die Frage, die man sich hier stellen muss,
Wer hat ein Interesse daran, die Türkei wirtschaftlich zu zerstören oder zu ruinieren im besten Fall? Ja? Und wer kontrolliert die türkische Notenbank? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Ja? Weil das hier kann auch kein Präsident ändern oder genauso wie es in Deutschland der deutsche Kanzler nicht ändern kann. Ja? Und dementsprechend ist das hier sehr besorgniserregend, was hier in der Türkei passiert. Und deswegen sage ich auch immer, zuerst auf die Notenbanken schauen. Alles andere kommt danach. Gehen wir weiter. So, und da schauen wir auf die deutsche Wirtschaft. Und was sehen wir? Der Blick nach Europa zeigt uns, dass Deutschland hier, ja, seit, ja, ich will mal sagen, der Erholung von Covid schlechter performt als die südeuropäischen Staaten. Also man kann im Prinzip sagen, Deutschland der kranke Mann Europas, Fragezeichen. Und Deutschland performt hier schlechter, das muss man sich mal vorstellen, als Italien, Spanien, Portugal und Griechenland. Wie verrückt ist das denn? Schauen wir in einen weiteren Chart hierzu. Und zwar sehen wir es hier. Die letzten anderthalb Jahre, zwei Jahre im Prinzip. Und wir sehen in dunkelblau, wie Deutschland hier abstürzt und sogar Italien inzwischen besser performt als Deutschland, Spanien besser performt, Portugal besser performt, Griechenland besser performt. Und jetzt meine Frage an dich. Wer profitiert davon, wenn Deutschland abstürzt? Die nächste Frage, ist das Absicht, dass Deutschland abstürzt? Fragezeichen. Man kann ja viel sagen, naja, ist Inkompetenz. Die Frage ist, ist es nur Inkompetenz oder ist es Absicht? Ich bin gespannt. Schreib mir deine Meinung hierzu gerne mal in die Kommentare. Vor allem, wer deiner Meinung nach davon profitiert, wenn Deutschland abstürzt. Gehen wir weiter. Die europäische Wirtschaft, trotz dass die südeuropäischen Staaten besser als Deutschland performen, läuft die Eurozone denkbar schlecht unterm Strich. Viel schlechter als die USA, schlechter auch als China, was das Wachstum angeht. Und dementsprechend wird die EZB zuerst gegensteuern müssen. Und wir sehen hier die Märkte, wie sie die Zinssenkungen einpreisen. Und wir sehen, die Märkte preisen ein, dass die EZB hier stärker wird senken müssen als die Bank of England und die Fed. Ja? Ich gehe davon aus, dass die Bank of England und die EZB zuerst die Zinsen senken werden, weil wir haben ja gestern im Video gesehen, Großbritannien läuft schlecht, die Wirtschaft läuft schlecht, Großbritannien ist in einer Stagnation und die Eurozone ist in großen Teilen in einer Rezession, ja, zumindest mal in einer Stagnation. Und die USA laufen einfach besser und deswegen können die Amerikaner auch die Zinsen langsamer senken bzw. weiter oben halten. Und die Frage ist, ob überhaupt eine Zinssenkung der Fed kommt in diesem Jahr. Ich habe noch weitere interessante Daten dabei. Schauen wir zunächst erstmal die globalen Zusammenhänge an für die wichtigsten Wirtschaftsräume. Einmal die Eurozone, die USA und China. Und wir haben noch einen weiteren Indikator und zwar den globalen Index. Und was sehen wir hier? Wir sehen im Prinzip über alle hinweg, dass alle das Tief überwunden haben und hier, ausgenommen von der Eurozone, schon im Wachstum oder Richtung Wachstum gehen. Ja? Und das bedeutet, die Eurozone, hier so langsam der Boden scheint auch drin zu sein und erholt sich. Warum erholen die sich alle gleichzeitig? Warum läuft das hier alles parallel ab? Wer die Liquiditätszyklen kennt, der versteht, wie der Hase läuft. Die Liquidität wird aus dem System rausgenommen. Die globale Wirtschaft stürzt ab. Liquidität wird wieder angefangen ins System zu geben. Was passiert mit der globalen Wirtschaft? Sie dreht sich und geht wieder nach oben. Alles wird von der Liquidität getrieben. Wer kontrolliert, wer steuert die Liquidität? Die Notenbanken und die Geschäftsbanken. Das muss man halt wissen.
Und dementsprechend, wer die Liquiditätszyklen kennt, der weiß auch, dass es hier in den nächsten Monaten immer weiter bergauf geht. In der Eurozone wahrscheinlich etwas langsamer als beispielsweise in den USA oder in China. So ist meine Erwartung zumindest. Apropos Liquidität, schauen wir uns doch den Zusammenhang zwischen der Netto-Liquidität und dem S&P 500 an. Ich habe ja immer wieder auf die Netto-Liquidität der US-Notenbank hingewiesen und gesagt, du sollst nicht allein aufs Balance Sheet schauen, sondern auf die Netto-Liquidität. Und was sehen wir? Wir sehen, dass der S&P 500 ziemlich parallel zur Netto-Liquidität läuft. Das heißt, auch hier wieder wird Liquidität in die Märkte gegeben, geht der S&P nach oben. Wird Liquidität aus den Märkten rausgezogen, geht der S&P nach unten. Und hier sehen wir es, hier geht jetzt wieder seit Oktober 2022 weiter Liquidität in die Märkte rein. Aber wir sehen hier, entkoppelt sich so ein bisschen was. Der S&P steigt noch stärker, als die Netto-Liquidität hier ansteigt seit Oktober 2022. Jetzt meine Frage an dich. Was denkst du, woran liegt das, dass es hier zu einem Auseinanderdriften zwischen dem S&P 500 und der Netto-Liquidität kommt? Ja, ich weiß, ich stelle viele Fragen, aber ich möchte eben auch zum Mitdenken anregen, dass jeder selber denkt und sich selber seine Meinung und seine Einschätzungen dazu bildet. Deswegen meine Frage. Gehen wir weiter. Und zwar schauen wir uns hier die globalen Inflationsraten an. Was wir zunächst erstmal sehen, ist, dass die Inflationsraten alle runtergekommen sind. Ja? Wobei du hier auch beachten musst, es ist immer nur die Güterpreisinflation. Hier ist nicht die Assetpreisinflation mit drin. Das heißt, lass dich von diesen niedrigen Inflationsraten nicht täuschen. Die gesamte Inflation, also Güterpreise plus Assetpreise, ist viel, viel höher. Ich habe es ja schon gesagt, da lohnt sich der Blick aufs Balance Sheet. Dann weißt du, dass die Inflation insgesamt bei ca. 15% Jahr über Jahr ist, über die letzten 15 Jahre gesehen. Aber schauen wir hier mal hin. Und zwar, die Inflationsraten sind runtergekommen und wir schauen hier auf Deutschland. Da kamen gestern die Daten raus. Ich hatte ja getippt 2,1, 2,2. Und ja, es liegt tatsächlich bei 2,2. Eurozone bei 2,6. Und was sehen wir noch? Wir sehen die USA 3,2. Jetzt sehen wir die rechte Spalte. Wie ist denn der Trend? Und zwar in den USA höher. Warum? Weil viel stärker mit dem Money Printer gearbeitet wird. Ja, Jerome Powell, ja, wir sehen, was du machst. Und dementsprechend, meiner Meinung nach, wird das hier möglicherweise zu gar keiner Zinssenkung der US-Notenbank in diesem Jahr kommen. Weil wenn die Inflation hier weiter nach oben läuft, ja, dann kann Jerome Powell ja sagen, oh, die Inflation ist zu hoch, wir können noch nichts senken. Genau, aber du hast dafür gesorgt, dass die Inflation hochgeht, das sagst du nicht. Ja, lieber Jerome, ne? Wir wissen Bescheid, wie der Hase läuft. Gehen wir weiter, schauen wir zur Eurozone. Und was sehen wir da? Hier ist, weil die europäische Wirtschaft auch viel schlechter läuft, noch deflationärer Druck in der Pipeline. Ja, ich hatte es ja schon gestern im Video gesagt, ich gehe von aus, dass wir die 2% erreichen können in den nächsten Monaten, vielleicht sogar leicht unterschreiten können. In Deutschland wird das der Fall sein. Aber wie gesagt, nicht blenden lassen. Es ist nur die Güterpreisinflation. Ja? Und dementsprechend wird auch die EZB dann das Argument haben, ab Mai, spätestens Juni, zu sagen, okay, jetzt fangen wir mal an, die Zinsen langsam zu senken. Ja? Ich denke, dass das kommen wird. Ja? Okay, gehen wir weiter. Wir sehen hier, und zwar einen Chart, wo die Zinsen aktuell stehen. Und wenn wir hier wieder auf die Eurozone gehen, dann sehen wir, die Zinsen sind bei 4%. Ja? Der Trend ist niedriger, das ist klar. Und die aktuelle Inflation bei 2,6%. Schauen wir in die USA, da sind die Zinsen höher, genauso wie UK. Und auch UK
Wenn wir uns das Ganze anschauen, hier von der Inflation, da ist schon noch ein bisschen Spielraum. Ja? Das heißt, UK wird hier auch noch 1, 2, 3 Monate warten und dann wird die Zinssenkung kommen. Ich erwarte das ziemlich parallel zur EZB. Der Trend hier ist immer noch niedriger, was die Inflation angeht. Und hier sehen wir die US-Notenbank mit 5,38, entsprechend mit einem mit aggressiveren Zinsschritten, die sie getan haben, und der Trend ist höher. Was wir auch sehen hier, und zwar, dass die meisten Zinsanhebungen, und zwar die letzten im Jahr 2023 waren. Und was wir auch sehen, dass hier viele Notenbanken schon im Zinssenkungszyklus angekommen sind, und zwar vor allem in den Emerging Markets. Warum? Weil da die Wirtschaft schlechter läuft und die entsprechend niedrigere Zinsen brauchen. Und dementsprechend kommt es hier zu immer mehr Zinssenkungen von den Notenbanken weltweit. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die großen Notenbanken EZB und Fed entsprechend nachziehen. Ja, wobei die EZB deutlich früher kommen wird. Also, wir sind schon in einem Zinssenkungszyklus. Gehen wir weiter. Und ja, der Jerome hier, ne? Der kommt ganz schön in Schwitzen. Warum? Ja, weil nach außen tut er so, als will er die Inflation bekämpfen. Dabei erzeugt er die selber. Und hat dann natürlich das Problem, dass er die Zinsen nicht so einfach senken kann. Und das bedeutet, die Zinsbelastung, hatte ich ja gestern schon im Chart gezeigt, beträgt voraussichtlich gegen Jahresende, allein was die US-Regierung an Zinsen zahlen muss, 1,6 Billionen US-Dollar. Ja? Das müssen die Amerikaner rein an Zinsen zahlen. Ja? Und dementsprechend kommt es hier möglicherweise zu einer Finanzierungskrise, weil die Zinsbelastung hier entsprechend die Amerikaner früher oder später überfordern könnte, Fragezeichen. Ja, da muss man sagen, was ist das für eine Notenbankpolitik, die hier Jerome Powell betreibt, ja? Beziehungsweise aus meiner Sicht diejenigen betreiben, die die Notenbank kontrollieren und steuern in den USA. Und die wollten eben keine Rezession haben, aber früher oder später sind sie in einem Gefangenendilemma drin. Sie können die Zinsen nicht senken, weil sie die Inflation hochhalten und wenn die Inflation weiter oben ist und die Zinsen weiter oben sind, dann kommt es entsprechend zu einem Refinanzierungsproblem der Amerikaner, weil sie ja hochverschuldet sind und die Zinsbelastung letztendlich die Amerikaner früher oder später immer stärker erdrückt. Also dementsprechend ein schwieriges Problem, was die Notenbank selber geschaffen hat, aber sich nach außen ganz gerne ein bisschen anders darstellt. Ja? Und da hatte ich ja auch schon Fragen dazu gestellt. Wer profitiert denn von dieser Notenbankpolitik in den USA? Und da lohnt sich insbesondere darauf zu schauen, wem gehört denn die US-Notenbank? Ja, das ist die zentrale Frage, habe ich auch gestern schon gestellt. Und einige haben darauf geantwortet, ja, die Federal Reserve besteht aus 12 regionalen Notenbanken. Und wer sind die Eigentümer dieser regionalen Notenbanken? Oh Wunder, die Geschäftsbanken in den USA. Also die Banken selber können, denen gehört die Notenbank letztendlich. Und die können, ja, im Prinzip die Notenbankpolitik bestimmen, weil sie die Eigentümer der Notenbank sind, ja. Viele haben gedacht, naja, die Notenbank, die gehört doch bestimmt dem Staat oder, ja, vertritt die Interessen der Bürger, ja. Da muss man nur schauen, wem gehört sie? Welche Interessen werden hier durchgesetzt? Das ist aus meiner Sicht relativ klar. Also die Banken, die Geschäftsbanken, JP Morgan und Co., Bank of America, die bestimmen, wie der Hase läuft. Jetzt habe ich es mal aufgelöst. Okay, gehen wir weiter. Und was sehen wir hier? Wir gehen jetzt zum Bitcoin rüber und wir sehen hier die Bitcoin Holdings. Grayscale hat hier noch 328.000 Bitcoin. BlackRock hat ja schon vor ein paar Tagen MicroStrategy überholt. Was wir aber auch sehen, und zwar, das finde ich ganz interessant, Tether hält 75.000
Bitcoin. Und das ist gut, weil Tether ist definitiv auch ein Risiko im Kryptosektor, ja, weil wenn dieser Stablecoin futsch gehen würde, um es mal so zu sagen, dann würde der Kryptomarkt ordentlich in Schwanken kommen und deswegen ist gut, dass hier Tether sich absichert und auch immer wieder Bitcoin kauft. Tether reinvestiert 15% seiner Gewinne in Bitcoin. Und das ist gut. Dadurch sinkt dieses Risiko, das durch Tether besteht. Und aus meiner Sicht eine gute Politik von Tether. Und aus meiner Sicht sollten das nahezu alle Stablecoins machen. Okay, so viel dazu. Gehen wir weiter. Und wir schauen auf den Bitcoin Spot ETF und wir sehen, gestern sind 40 Millionen an Nettozuflüssen in den Bitcoin geflossen. Sehr, sehr wenig unterm Strich, aber wie ich es erwartet habe, ich erwarte diese Woche hier keine riesigen Nettozuflüsse wieder. Ich erwarte, dass es hier leicht wahrscheinlich ein bisschen zulegt, ja, aber absolut große Zuflüsse erwarte ich hier nicht. Ich denke, wie ich schon gestern gesagt habe, ab nächster Woche sollte das Tempo wieder zulegen hier an der Stelle. Gehen wir weiter und wir sehen es auch hier im langfristigen Chart, was die Netto-Bitcoin-Zukäufe angeht. Und wir sehen hier, die ETFs haben hier mal über 14 Tage eine Ruhepause eingelegt. Ja? Und haben gesagt, okay, wir haben jetzt ein ordentliches Tempo hingelegt, lasst uns mal verschnaufen an der Stelle, lasst uns mal den Markt ein bisschen bereinigen, ja, die zittrigen Hände rausspülen und wieder etwas günstiger einkaufen. Das scheint hier die aktuelle Strategie zu sein, bevor es dann, so meine Einschätzung, in den nächsten Wochen wieder stärker nach oben geht. Okay, was sehen wir noch? Und zwar, wir sehen hier die kurzfristigen Wale, die sich hier erst kurzfristig eingekauft haben über die letzten 155 Tage und mehr als 1000 Bitcoin halten, da sehen wir, dass die unrealisierte Gewinne in Höhe von knapp 18 Milliarden US-Dollar inzwischen angehäuft haben. Die unrealisierten Gewinne steigen natürlich extrem stark. Wenn der Bitcoin steigt, ist relativ logisch. Also hier entstehen neue kurzfristige Wale über die letzten 5 Monate und das ist ein gutes Zeichen, das heißt, es ist Kapital, was hier in den Bitcoin reinfließt. Schauen wir uns die langfristigen Wale an. Und zwar diejenigen, die schon über 1000 Bitcoin halten und zwar schon länger als diese 155 Tage. Also 5 Monate und länger, also teilweise Jahre. Ja? Und da sehen wir, dass denen ihre unrealisierten Gewinne auf 210 Milliarden US-Dollar inzwischen angestiegen sind. Ja? Natürlich werden auch davon einige Gewinne mitnehmen. Das haben wir auch schon in Charts gesehen. Die Charts habe ich euch ja schon in vergangenen Videos gezeigt. Aber grundsätzlich geht hier der Trend in eine Richtung und zwar nach oben. Die Wale halten an ihren Gewinnen fest und reiten weiter diese Bitcoin-Welle, die uns in den nächsten mindestens 12 Monaten noch bevorsteht. Gehen wir weiter und schauen uns die Crypto Adoption Rate an, ja, beziehungsweise die User von Krypto versus dem Internet. Und was sehen wir hier? Und zwar sehen wir, das Internet hat eine Adoptionsrate, ein jährliches Wachstum von 76%. Wenn wir Krypto damit vergleichen, ist die Wachstumsrate mehr als doppelt so hoch. Ja, und dementsprechend geht es hier auch schneller. Ja? 1,1 Billionen Menschen werden Krypto besitzen, wenn es so weitergeht, Ende 2025. Im Vergleich zum Internet waren es zu der Zeit nur 500 Millionen, die das Internet zu dem entsprechenden Vergleichszeitraum genutzt haben. Also die Krypto-Adoption ist mehr als doppelt so schnell wie das Internet. In so einer rasanten Revolution sind wir gerade drin und aus meiner Sicht wird das kein Ende nehmen, bis Krypto so normal ist, wie das Internet zu nutzen. Ja, das wird früher oder später kommen. Und die meisten
sind ja heute noch nicht in Krypto investiert. Ja, wenn du mal in deinem Umfeld fragst, wie viele sind da tatsächlich investiert, dann in Summe sind es wahrscheinlich weniger als 10%. Ja, wenn man die 81 Millionen Menschen beispielsweise in Deutschland nimmt, sind es wahrscheinlich weniger als 10%. So, abschließend habe ich hier euch noch ein interessantes Schaubild mitgebracht. Und da sagt der Vater zum Sohn, irgendwann wirst du das schätzen, was ich hier gerade mache. Ja? Und dann sehen wir ein paar Jahrzehnte später, wie der Sohn entsprechend erwachsen ist mit seinem eigenen Kind. Und aus der zarten Pflanze des Bitcoin-Investments ist ein stabiler Baum, ein stabiles finanzielles Fundament geworden. Ja? Und genau das ist es, was ich hier die ganze Zeit sage. Nehmt einen langfristigen Zeithorizont an. Und zwar am besten, wenn du im Kryptomarkt investierst, nimm einen Zeithorizont von 5 bis 10 Jahren an. Diejenigen, die schon Erfahrung haben im Kryptosektor, auch mit den Altcoins, können gerne auch nur einen 6-Monats-Zeitraum oder einen 1-Jahres-Zeitraum nutzen für ihre Investments. Ich empfehle ja immer, wenn du in Deutschland bist, mehr als ein Jahr, weil du dann entsprechend die Gewinne steuerfrei mitnehmen kannst. Aber das muss am Ende jeder für sich selbst wissen. Alle anderen, die gerade erst in den letzten Monaten angefangen haben zu investieren, denen empfehle ich immer einen 5 bis 10 Jahres-Zeithorizont. Ja? Und Bitcoin aus meiner Sicht lohnt sich auch gar nicht mehr zu verkaufen, auch nicht unbedingt im Bärenmarkt, weil ich den Bärenmarkt nicht mehr als so stark, was den Rücksetzer angeht, erwarte aufgrund des Kaufdrucks, der hier global entsteht durch die ETFs, die in den USA schon am Start sind, durch Hongkong, durch Großbritannien und so weiter und so fort. Da werden ja immer mehr mitkommen. Also von daher, sehe Bitcoin als ein Long-Term-Investment. Bei den Altcoins ist natürlich wieder was anderes. Da brauchst du den Ausstieg. Wenn wir hier in die Altcoin-Season gehen, das ist relativ klar. Aber das sollte auch jeder wissen, der sich mit dem Thema näher beschäftigt. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas zurückgeben möchtest, dann kannst du das tun, indem du ein Like da lässt. Wenn du mehr zurückgeben möchtest als ein Like, dann kannst du das tun, indem du in den Kommentaren eskalierst. Dann trägst du deinen Teil dazu bei, dass der Algorithmus eskaliert und immer mehr Menschen diese Informationen erhalten. Außerdem kannst du das Video gerne auch teilen mit den Leuten, wo du der Meinung bist, die sollten diese Informationen unbedingt erhalten. Wenn du es noch nicht getan hast, kannst du den Kanal gerne abonnieren. Und dann bleibt mir nur noch eines zu sagen. Folge immer dem Money Printer! Ich würde sagen, ich bin raus. Ciao, ciao.